die Lilly, Propaganda.tv. Wir befinden uns derzeit in Xinping in Südchina. Ja, Herr Dr. Dimitri, wie schaut's aus? Ja, gut schaut's aus. Und die Karstkegellandschaft hinter uns in der Gegend von Guilin schaut sowieso super aus. Wir sind jetzt am Ende unserer Überlandreise, was irgendwie ein bisschen traurig ist natürlich. Andererseits haben wir mit dieser Überlandreise auch einen Beitrag für diverse Kopenhagener Ziele oder sonst irgendwas erreicht und sind ökologisch äußerst fortschrittlich mit der Bahn und mit schadstoffarmen chinesischen Bussen unterwegs gewesen. Ja, und das nächste Mal werden wir uns dann melden aus dem sonnigen Süden, endlich wieder in T-Shirt und Sonnenbrille, weil hier wird schon langsam ein bisschen kalt. Also müssen sich unsere Zuseher wieder ein bisschen gedulden. Ja, ein bisschen. Na gut.